Ein meiner Leben. Ja, ihr seid natürlich nicht fehlen. So, Lia soll ja nicht fehlen und sie soll ja nicht ganz unbeobachtet sein, oder wie ich das nennen mag. So, dann lege ich mal hier so eine Decke hin, weil ich will sie nämlich da hinsetzen. Ja, ne, damit es ihr nicht so kalt ist. Ja, so, jetzt habe ich die Lia hier. Seht ihr sie mal, die süße Maus. Na, was hast du heute gemacht? Bett liegen? Ja. Oder? Ist ja wieder mal typisch. Also, ne? Maus, jetzt kommst du mal raus. Bett. Naja. Da ist die süße Maus. Sie hat immer noch diese schöne Hose von der Feli an, ne? Meine Schätze. Ja, sie ist so niedlich. Eben meine kleine Süße, ne? Ja. Sie, kriegt dann noch ihr Spielzeug. Ich muss mal gucken, welches Spielzeug oder Kuscheltier so sie kriegt. Aber ja, schon die braucht sie gerade nicht. Ja, hier ist gerade auch der Teddybär in diesem Bett drin. Den habe ich ja gekriegt, wo ich beim Nikolaus war. Hoffentlich hätte das aktualisiert, weil zuerst wurde das nicht angezeigt in der Leiste, was so von mir hochgeladen wurde, als öffentlich und so. Aber ja, also das mit dem Weihnachtsmarkt-Video. Ja, welches Spielzeug kriegst du denn jetzt? Muss ich noch überlegen. So, sie hat ihren Teddy gekriegt, ne? Lea. So, der Teddy. Kann sie so in den Arm nehmen. Ne, Lea? Ja. Knuddel mal mit deinem Teddy ein bisschen rum, ne? Ja, genau. Spiel mal ein bisschen, ne? So, dann wollte ich noch was zeigen, weil. Ja, weil ich habe nämlich was gekriegt und auch was gekauft und das wollte ich euch vorstellen oder zeigen eben. Ja, also. Da habe ich einmal hier so Kekse, das sind so Weihnachtskekse, also Plätzchen. Ja, die habe ich zwar nicht gemacht, aber die habe ich gekriegt, weil in der Schule, da waren wir heute so, da waren wir am Montag noch nicht, aber sonst die ganze Schulwoche sind wir auch dort und da, und zwar waren wir heute dort und da hat eine Gruppe eben Plätzchen gebacken und aber meine Gruppe beim Backen hat was anderes gekocht. Ja, aber trotzdem habe ich eben Kekse mitgekriegt. So Plätzchen sind das, was sie gebacken haben. Und da habe ich eben so eine Tüte gekriegt. Hier, so Tüte Plätzchen. So eine Sterntüte. Ja, habe ich gekriegt. Diese Weihnachtsplätzchen, aber die sind noch nicht verziert und so. Ja, ne? Das kann Lia ja mal hier hinkriegen. Komm. So. Könnt ihr dort hinstellen bei Lia, ne? Ja, okay. Dann, ja. Schieß bei Lia. Und dann kommen wir zum nächsten. Nächste. Deshalb habe ich von Woolworth heute gekauft. Also, ich gehe nicht so oft in diesen Laden. Ja, deswegen weiß nicht so, wie das jetzt richtig ausgesprochen wird oder so. Und ja, das habe ich bei einem Schnäppchen gefunden. Und ja, hier ist so eine Schleife. Sehen, so eine süße Tüte, das habe ich gefunden bei so Schnäppchen eben. Hier so verpackt. Und das soll so eine Kerze sein, eine kleine Kerze. Sieht man das? Da ist so was drin, ne? Da. Wenn ihr das seht. Und hier ist eben wenig Wachs, weil es ist so eine kleine Kerze, die ist voll süß. In so ein Glas da. Und wie gesagt, also das ist auch ein Docht. Irgendwo da muss er sein, aber es ist jetzt so in der Tüte so verpackt. Und ja, ich gehe nicht so oft dahin, deswegen weiß ich nicht. Deswegen spricht das so aus, wie das so steht. Wohlwort oder so, weiß ich nicht. Seid mir nicht böse, wenn ich das nicht so gut aussprechen kann. Ja, ich dachte, das ist 6,
56 Cent kostet oder so. Aber das hat 50 Cent gekostet. Ja, das habe ich beim Schnäppchen gefunden. Das ist so eine süße Kerze. Seht ihr? Ach, da ist ein bisschen Wachs. Ja, ist so schön gebeugt und so. Ja. Ja, das ist diese Kerze. Wie gesagt, da ist noch sowas irgendwie so drauf. So drinnen, so ein Teil. Ja, so krass. So. Stehe ich auch zu Lea. So. Ja, jetzt kommen wir zu der nächsten Sache. Und zwar, das habe ich mal, das eine habe ich mal gesehen. Das war aber nicht heute und da habe ich es mir nicht gekauft. Ich glaube, ich hatte da nicht genug Geld damit dabei oder wie, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Aber ja, ich habe das gesehen. Und das ist hier so ein Haarreifen. Das ist so rot. Das ist in so einer Tüte. Das ist so ein Haarreifen, den hatte ich schon mal gesehen. Irgendwie in dieser Woche, denke ich, glaube ich, oder so. So eine Tüte. Und das ist eben so eine rote Haarreifen. Das ist so Stoff. Das ist so Stoff. Das ist rot. Und der ist auch von diesem Laden, wo ich nicht ganz genau weiß, wie der auch gesprochen wird. Wie die Kerze. Von Woolworth oder irgendwie so. Hat 59 Cent gekostet. Und das wollte ich mir einfach kaufen. Weil, ich denke, weil ich... Also, ich habe mir gedacht, falls ich eine neue Puppe kriege, eine bestimmte, ja, deswegen, aber, ja, ich kann sie, will sie mir irgendwie zu Weihnachten wünschen, aber jetzt, ob ich sie kriege, ist ja noch eine andere Geschichte, ob ich sie dann irgendwie zu Weihnachten so kriege. Ja, aber ich habe mir das einfach trotzdem gekauft. Ja, kostet ja nicht so viel. Ja, okay. Maus. Ja, mal sehen, ob ich die kriege oder so, aber... Ja, aber jetzt Näheres dazu, welche nicht so, weil... Wenn es nichts wird, dann ist es nicht so schlimm, dann habe ich nichts unnötige Versprechen oder so gemacht. Ja, mal schauen. Nimm es. Ob du eine neue Schwester oder so kriegst. Oder irgendwie sowas. Ne? Ja, okay, dann verabschiede ich mich erstmal. Und tschüss. Wünsche euch noch einen schönen dritten oder vierten Advent. Ja.